Volkspartei Burgenland setzt sich für eine Akutordination in jedem Bezirk ein. Bereits jetzt fehlen in einigen Ortschaften Ärzte. Bis zum Jahr 2025 gehen immer mehr Ärzte in Pension. Wir wollen die ärztliche Versorgung sichern und kämpfen gegen den Ärztemangel. Daher braucht es nun wie im Bezirk Oberwart eine Akutordination in allen 7 Bezirken, sagt Klubobmann Christian Sagatz. Ich darf mich herzlich für euer Interesse an meiner Pressekonferenz bedanken. Es geht heute um ein Thema, das uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Herzensanliegen sein muss. Es geht um die Gesundheitsversorgung im Burgenland. Die Volkspartei fordert 7 Akutordinationen im Land, das sind pro Bezirk, eine Akutordination. Was ist eine Akutordination? Eine Akutordination ist angelehnt an das Modell im Krankenhaus Oberwart. Derzeit gibt es ein Pilotprojekt direkt am Krankenhausstandort Oberwart. Wochentags von 17 bis 22 Uhr haben dort 2 Ärzte Dienst. Das sind jene niedergelassenen Ärzte, also die Hausärzte der Region. Einer davon ist in der Ordination erreichbar, ein anderer ist auf Visite unterwegs. Das heißt, er kommt direkt zu den Patienten. Das ist anstelle der bisherigen Wochentagsbereitschaften. Das heißt, für die Ärzte ist der Vorteil darin, dass sie geregelte Möglichkeiten haben, ihre Wochentagsbereitschaftsdienste einzuteilen. Für den Patienten ist es ein großer Vorteil, weil er genau weiß, wie lange hat diese Ordination offen, wo ist diese Ordination, er muss nicht suchen, welcher Arzt gerade Dienst hat. Und insbesondere für die Ärzte selbst ist der Vorteil darin, dass diese Lösung attraktiv ist und eben den Grundbedürfnissen, dass man eben heute ein anderes Verhältnis von Arbeit und Freizeit haben möchte, auch als Arzt entgegenkommt. Das heißt, 3 konkrete Vorteile. Dadurch, dass weniger Personen in die Ambulanz gehen, des Spitals, ist es kostengünstiger für alle, die hier mitzahlen müssen. Es ist attraktiv für junge Ärzte. Es wird die Möglichkeit geben, dass viele junge Ärzte sich überlegen, ins Burgenland zu kommen. Und es ist eine gesicherte Grundversorgung für alle Patienten. Dieses Pilotprojekt hat sich aus Meinung vieler bewährt. Und ich glaube, dass hier wir gut beraten sind, das möglichst rasch auf jeden der 7 Bezirke umzulegen. Dort, wo es kein Krankenhaus gibt, in Jennersdorf und in Mattersburg, sollten andere Pilotprojekte entstehen. Das könnte man ergänzend und anders gestalten, als natürlich an den Krankenhausstandorten. Aber zumindest dort, wo wir ein Krankenhaus haben, wäre eine Akutordination gleich dem Modell wie in Oberwart umzusetzen. Hier glauben wir, dass vor allem die Kostensituation sich positiv auswirken würde, wenn weniger Personen direkt in die Ambulanzen des Krankenhauses kommen, ist es für den Krankenhauserhalter günstiger. Gleichzeitig stärken wir auch die Hausärzte, weil sie die Möglichkeit haben, ganz genau und zielgerichtet sich ihre Dienste einzuteilen und damit ein besseres Versorgungsnetz für alle Patienten gewährleistet ist. Es ist für uns auch wichtig, dass wir gegensteuern. 2025, in weniger als 10 Jahren, werden viele Ärzte in Pension sein oder zumindest pensionsberechtigt sein. Wir müssen ja hoffen, dass einige Ärzte auch länger arbeiten werden, weil wir haben zu wenig junge Ärzte im Land, aber auch im ganzen Bundesgebiet. Also das ist nicht nur ein Problem, das das Burgenland trifft, das trifft ganz Österreich. Und wir merken ja, dass andere Bundesländer hier bereits gegensteuern. Es gibt beispielsweise in Vorarlberg ein sehr attraktives Modell. Hier wird gezielt geworben. Das Land Vorarlberg macht Werbung, ob das in Wien ist, ob das in Graz ist oder in Linz. Es wird großflächig plakatiert und inseriert, denn dort spürt man den Druck vor allem aus der Schweiz. Viele junge Ärzte in Vorarlberg gehen natürlich automatisch in die Schweiz, weil dort besser bezahlt wird. Aber auch viele Burgenländer werden sich überlegen, ob sie nicht in anderen Bundesländern, wenn es attraktiver ist dort, eine Arbeitsstelle annehmen. Und da müssen wir gegensteuern. Und eines der Hauptprobleme ist, dass bei der ärztlichen Versorgung am Wochenende und in der Nacht es eben viel Aufwand und viel Zeit für junge Ärzte bedeutet, diesen Beruf auszuüben. Hier müssen wir gegensteuern. Die Akutordination ist ein praktisches und offensichtlich in Oberwart gut erprobtes Mittel, hier gegenzusteuern. Für uns ist klar, der Hausarzt ist die zentrale Stelle der ärztlichen Versorgung. Das ist die Gesundheitsvorsorge vor Ort.
Den Hausarzt möchten wir in jeder Gemeinde erhalten. Dazu müssen wir aber rasch gegensteuern und ein Maßnahmenpaket für den Beruf des Hausarztes, insbesondere am Land, entwerfen. Die ÖVP hat hier klare Vorstellungen. Wir möchten, dass es zur Aufwertung des Hausarztes kommt. Das beginnt damit, dass es eine Gleichstellung mit den Fachärzten braucht, auch in der Ausbildung. Derzeit haben Allgemeinmediziner auch das Problem, dass sie ein Stiefkind der Medizinausbildung sind. Hier müssen wir ebenfalls attraktive Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel indem die Bezahlung des Hausarztes mit einem Facharzt gleichgestellt wird. Es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass wir auf der einen Seite beklagen, dass zu viele Menschen direkt ins Spital gehen, weil das kostenintensiv ist, und auf der anderen Seite wir nicht daran denken, attraktivere Rahmenbedingungen, auch finanziell bessere Rahmenbedingungen für Hausärzte zu schaffen. Hier kann man auch das Modell der ÖVP verstehen, wenn es darum geht, Landarztstipendien zu erteilen. Wir haben das mehrfach gefordert. Norbert Darabosch, das zuständiges Regierungsmitglied der SPÖ, hat hier auch zugesagt, dieses Modell umsetzen zu wollen. Aber ich merke eben, es geht alles sehr schleppend, sehr langsam. Und wenn wir uns wirklich in einem Konkurrenzdruck zu anderen Bundesländern und anderen Ländern innerhalb der EU sehen, dann ist das eben viel zu langsam. Hier geht nichts weiter. Norbert Darabosch muss Gas geben. Es muss auch Landeshauptmann Nissl hier Gas geben, denn auf der einen Seite geht es natürlich um Budgetmittel für das Land. Es wird gerade verhandelt, das Budget für 2018. Und ich glaube, es ist hochnotwendig, dass hier in diesem Bereich mehr Geld investiert wird, denn das sind alles Kosten, die uns später auf den Kopf fallen. Ist nämlich einmal das strukturelle Problem geschaffen, dass wir zu wenig Ärzte haben, dann wird auf jeden Fall es alles andere als billig werden, hier gegenzusteuern. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo man attraktive Rahmenbedingungen setzen muss. Wir als ÖVP Burgenland freuen uns, dass Sebastian Kurz diese Idee, nämlich der Landarztstipendien, aufgenommen hat in das Regierungsprogramm. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Ich freue mich, dass wir hier ganz tolle Unterstützung von Bundesebene haben und ich hoffe, dass auch eine bundesweite Umsetzung kommt. Was wollen wir bei diesen Stipendien? Auf der einen Seite verpflichtet sich der angehende Arzt, für einen bestimmten Zeitraum in einer ländlichen Region als Hausarzt tätig zu sein, und auf der anderen Seite unterstützt das Land ihn bei seinem Studium. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das Land Burgenland könnte sich so schon im Vorfeld Ärzte sichern, könnte hier im Vorfeld auch planen, wie vielen Kassenstellen könnte man nachbesetzen. Auf der anderen Seite wäre es die Möglichkeit für junge Mediziner, sich voll aufs Studium konzentrieren zu können und vielleicht nicht nebenbei arbeiten zu müssen. Das wäre aus meiner Sicht ein sehr tolles Modell, einziger Wermutstropfen. Landesrat Darabosch verschläft offensichtlich diese Entwicklung. Das kann man auch daran sehen, dass immer wieder Termine abgesagt werden zwischen Ärztekammer und dem Landesrat. Es ist für mich unerklärlich, dass man ein derart wichtiges Thema so schleifen lässt. Und ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass man beide Themen ganz konkret im Burgenland angeht. Auf der einen Seite 7 Akutordinationen für jeden Bezirk eine im ganzen Land und auf der anderen Seite 20 Landarztstipendien im Burgenland. Diese zwei Punkte, glaube ich, wären ganz konkrete Forderungen, wo ich auch nicht gehört habe, dass man gegenteiliger Meinung ist, die man umsetzen muss, um ganz rasch den drohenden Ärztemangel entgegenzuwirken. Das sind zwei ganz konkrete Vorschläge, die wir auch in unserer Landtagsarbeit mehrfach eingebracht haben. Und ich darf Ihnen versichern, wir werden auch hier nicht locker lassen.